In diesem Video erfährst du alles, was du zu den Waffen in Ghost Recon Breakpoint wissen musst. Los geht's! Wenn du Bock auf mehr Ghost Recon hast, dann abonnier gerne meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keines meiner Videos verpasst, denn bei mir dreht sich alles um Ghost Recon. Die Waffen bei Ghost Recon Breakpoint sind grundsätzlich in verschiedene Waffenarten unterteilt. Pistole, Schrotflinte, Maschinenpistole, Maschinengewehre, Sturmgewehr, Präzisionsschützengewehr, Scharfschützengewehre und Granatwerfer. Dabei ist der Wirkungsbereich der Waffen so grob über den Daumen gepeilt, bei Pistole und Schrotflinte der Nahbereich, bei Maschinenpistolen der Nahbereich bis mittlere Distanz, Maschinengewehre für mittlere Distanzen, Sturmgewehre und Präzisionsschützengewehre mittlere Distanz bis weite Distanzen, Scharfschützengewehre natürlich weite Distanzen und Granatwerfer, die nehmen so eine gewisse Sonderrolle ein, ich würde die so einordnen, so zwischen Nah- und Mitteldistanz. Alle Waffen können grundsätzlich von MK1 über MK2 bis zu MK3 geupgradet werden, wodurch sich die Statistiken der Waffe verbessern. Gehen wir einfach mal die ganzen Statistiken von oben nach unten durch. Die Genauigkeit gibt mir persönlich Rätsel auf, denn unabhängig von der Größe des Balkens konnte ich in meinen Tests keinen großen Unterschied feststellen. Deshalb sage ich einfach mal, die Genauigkeit spielt nicht so eine große Rolle. Die Handhabung bestimmt, wie schnell du die Waffe anlegen kannst oder allgemein gesprochen, wie schnell die Waffe schussbereit ist. Die Reichweite bestimmt, wie lange ein Projektil aus einer Waffe fliegt, bevor es an Höhe verliert, also bestimmt ganz klassisch den Bullet Drop. Die Mobilität bestimmt vor allem, wie schnell du dich mit der Waffe im Anschlag bewegen kannst. Der Rückstoß ist so ein bisschen ein Sonderfall, denn der Rückstoß ist größer, je kleiner der Balken ist und kleiner, je größer der Balken ist. Zusätzlich gibt es noch ein paar nicht beschriebene Icons unter den Balken. Das sind oben links zuallererst der Schaden der Waffe. Das ist der Schaden, den die Waffe mit jedem Schuss verursacht. Dann rechts daneben das Kaliber der Waffe, wobei du da ein bisschen aufpassen musst, denn das Kaliber der Waffe im Spiel entspricht nicht immer dem Kaliber der entsprechenden Waffe im Real Life. Der Wert bei den drei Projektilen gibt die Feuerrate der Waffe an, also wie schnell die Waffe im vollautomatischen oder auch im Feuerstoßmodus schießt. Rechts daneben bei den zwei Pfeilen befindet sich die Angabe der Nachladegeschwindigkeit in Sekunden. Der Wert neben dem Magazin-Icon gibt an, wie viele Kugeln sich in einem Magazin befinden. Zu guter Letzt gibt es noch die drei Icons mit einem Projektil, drei Projektilen und ja, ungefähr fünf Projektilen, die die möglichen Feuermodi mit dem eingebauten Abzug angeben. Das sind dann Einzelfeuer, Feuerstoß oder vollautomatisch, wobei jeweils die möglichen Feuermodi gehighlightet sind. Die Statistiken der Waffen kannst du durch das Anbringen von Aufsätzen weiter verbessern, wobei du dir da die Änderung der Werte mehr oder weniger merken musst, denn die Änderungen werden nicht in den Balken dargestellt. Nur eine Änderung der Größe des Magazins wird in der Statistik angezeigt, also wenn du zum Beispiel ein kleineres oder ein erweitertes Magazin einbaust. Damit hast du nun alles Wissen, was du brauchst, um dir dein eigenes Loadout zusammenzustellen. Wobei die Statistiken der Waffe eigentlich gar nicht das Ausschlaggebende sind. Denn viel wichtiger ist es, dass du selbst mit der Waffe eins wirst, dass du selbst mit der Waffe gut umgehen kannst. Die beste Waffe der Welt bringt dir nichts, wenn du mit dem Rückstoßmuster nicht klarkommst oder den Bullet Drop nicht einschätzen kannst. Deshalb spiel am besten immer die Waffe, mit der du richtig gut klarkommst. Wie kommst du mit einer Waffe richtig gut klar? Ganz einfach, indem du sie viel spielst. Bei mir persönlich ist das die 416 und die G36 sowie die G36 Scout. Bei dir können das aber ganz andere Waffen sein. Deshalb ist es schwer, da eine klare Empfehlung zu treffen. Aber so ganz allgemein würde ich empfehlen, in engen Innenräumen Pistole, Schrotflinte und MP zu benutzen. Im offenen Feld Sturmgewehr und PSG, also Präzisionsschützengewehr. Und auf hohe Distanzen natürlich ein Scharfschützengewehr. Einige MPs können auch sehr gut auf mittlere Distanzen genutzt werden, also probierst du da am besten einfach aus. Wenn du nur mit einer Primärwaffe spielst, würde ich empfehlen, dass du dich da an die Waffe
deiner gewählten Klasse hältst. Also eine MP für den Panther, ein Sturmgewehr für den Sturmsoldaten, ein Scharfschützengewehr für den Scharfschützen, ein MG für den Ingenieur und ja, für den Echelon ist es eigentlich egal, denn die Hauptwaffe des Echelons ist die Pistole. Wenn du mit zwei Primärwaffen spielst, hat sich allgemein die Kombination von einem Scharfschützengewehr und einer anderen frei wählbaren Waffe ausgezeichnet. Schreib super gerne in die Kommentare, wenn du weitere Fragen zu den Waffen hast und abonniere meinen Kanal, wenn dir das Video weitergeholfen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.